Im Jahr 1976 zieht Klaus Fahle von Berlin nach Dithmarschen, genauer gesagt nach Marne. Seine neue Umgebung betrachtet er mit dem vom kritischen Realismus der 1970er Jahre geprägten Blick eines Fremden. Dabei registriert er sehr genau die gerade stattfindenden Veränderungen in der ihn umgebenden Landschaft, wie die Zunahme des Verkehrs, die Intensivierung der Landwirtschaft und die Ansiedlung von Industrie. Diese Beobachtungen prägen seine Werke. Er bricht mit dem bisher vorherrschenden Landschaftsidyll und zeigt statt Ernteszenen oder Höfen moderne Elemente in der Landschaft, wie zum Beispiel Pipelines oder Düsenjäger. Auch auf den ersten Blick idyllisch wirkende Bilder wie der Kutter im alten Hafen Kaiser Wilhelm Kog thematisieren die stete Veränderung der Landschaft. Lange Zeit waren solche Hafenpriele und Anlegeplätze prägend für die Dithmarscher Küste. Nach der Aufgabe der letzten Kutter, wie hier im Kaiser Wilhelm Kog, verlandeten sie und existieren heute nicht mehr.